wo jetzt hier Uran in den Bergen sitzt. Aber ebenso interessiert es meine Leute jetzt noch herzlich wenig, wo die Ölvorkommen sind, auch wenn sie genau wüssten, wo sie sind. Aber sie sagen es mir nicht, weil keiner von ihnen weiß, dass Öl mal wichtig werden wird auf diesem Planeten. Gut, eine Einheit benötigt Befehle. Das verstehe ich nicht. Aha. Cool. Also ich habe da jetzt ein Feld gebaut, aber das bringt leider nichts. Gucken wir mal in den Technologiebaum. Mann. Ich müsste echt den Kalender entwickeln. Das wäre sehr wichtig. Und ich glaube, das mache ich jetzt auch. Nach dem Segeln mache ich Schluss. Denn ich kann schon eine Triere bauen, um hier die Insel zu erforschen. Und das Archipel ist ja nun doch sehr groß. Man könnte es ja schon als Kontinent bezeichnen, so dass ich hier getrost ohne Schiffe noch eine Stadt bauen kann. Und zwar hier ist es, glaube ich, sehr gut. Ich kriege hier nochmal Baumwolle. Ich kriege hier den Beringer Krater. Schalten wir mal die Ertragssymbole ein. Hier sind zwar zwei Wüsten, aber das macht nicht so viel, wie man eigentlich denkt, weil die Einzugsgebiete von den Städten sind riesig. Und wenn da mal ein paar Wüsten zwischen sind, das ist überhaupt nicht schlimm. Wenn eine Stadt 20 Einwohner hat, dann ist das echt viel. Und man kann, wie läuft denn das? 4, das sind 4, 5, 6, 6, nee, 6, 7. Also 9, 15, wow, echt so viel? 30, 36 Felder sind es, die da drumherum liegen. Also, ne, da ist ordentlich Platz. Und Wasserfelder sind auch nicht so schlecht. Ich hoffe, ihr konntet jetzt mit dem Gedankengang folgen. Gut, also werde ich jetzt darauf losspielen, hier eine weitere Stadt zu bauen. Dazu werde ich das dann gleich mal auch erforschen. Nochmal ganz genau. Oh, da geht es eventuell auch noch weiter. Die Färbemittel werden mir auf jeden Fall sehr entgegenkommen. Ja, was mache ich denn jetzt? Also, ich werde dann hier auch keine Straßen bauen. Dadurch, dass alles am Wasser ist, werde ich meine Städte nicht über Handelsstraßen verbinden. Was natürlich militärisch gesehen vielleicht nicht so smart ist, aber Straßen kosten in Civilization 5 Geld. Ich glaube, zwei Straßen, ein Gold pro Runde und das läppert sich ordentlich. Kann man sich vorstellen. Ah ja. Man sieht hier vielleicht nicht so gut, ist ein kleiner Fluss. Dieser Fluss bringt plus ein Gold in alle angrenzenden Ländereien, was schon mal ziemlich cool ist. Außerdem ist Genghis Khan ja auch nicht ganz so weit weg. Also wenn ich jetzt hier eine Bude hinsetzen würde, dann komme ich auch an die Pferde ran. Vielleicht mache ich das doch. Njam, njam, njam. Ich habe hier nämlich keine Pferde. Nee. Ich habe hier Rinder. Vielleicht geht's auch da noch weiter. Das werde ich jetzt auch erforschen, ob es da noch weitergeht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Also auf die Wüste sollte ich es nicht setzen, wenn dann auf das Weizen. Wenn ich das Weizen setze, dann kriege ich die Pferde auf gar keinen Fall. Wenn ich's auf dieses Feld hier setze, dann kriege ich die Pferde erst sehr spät, aber offensichtlich noch vor Karakorum. Und ich habe auf jeden Fall genug Zufriedenheit, um ein weiteres Dorf zu bauen. Eine Einheit benötigt im F oh. Ich springe hier mal auf den Hügel. Dadurch kriege ich Überblick, wie man sieht. Und hier sind wir in der Taiga. Das passiert normalerweise nur an dem unteren und oberen Kartenbereich. Und hier oben ist schon Schnee. Das heißt, wir sind jetzt hier ganz im Norden angekommen. Nächste Runde. Und bald sind wir beim Segeln. Im hohen Norden sind leider die Barbaren auch sehr gerne zu Hause. Aber das war ein Griff ins Klo. Die mache ich jetzt lang. Da brauche ich gar nicht drüber nachdenken.
Gut. Und die werden jetzt hier. Nächste Runde, mal gucken. Ich habe wieder plus 1 hier gerade gesehen. Das heißt, meine Stadt ist wieder um einen gewachsen. Was extrem super ist. Und ich habe das Segeln entdeckt. Ich kann eine Produktion wählen, was wirklich super aufeinander passt. Oh, ich glaube, ich baue einen großen Leuchtturm. Ich denke, das ist wirklich gut. Werde mal gucken, wie ich hier die Produktion umstellen kann. Nee, aber ich glaube, ich sollte erstmal einen Siedler bauen, oder? Bam, 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 bam. Ich wollte eigentlich kein Monument bauen, ehrlich gesagt. Ich habe mir überlegt, dass es mit diesem frühen Monument nicht so toll ist. Habe ich mir überlegt. Aber in dieser Situation ist das wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Wenn ich hier auf die Produktion den Fokus setze. In 15 Runden kriege ich einen neuen Bürger. Das ist ja nun mal schon mal nix. Boah, ich kann mich gar nicht entscheiden. Was mache ich denn jetzt? Hole ich mir hier direkt die Stadt, um mich sofort mit Genghis Khan anzulegen? Ich muss sie ja holen, ne? Sonst macht er das gleich. Was mache ich als nächstes? Ich baue einen Kornspeicher. Und zwar einfach, weil ich dann mich plus 2 Nahrung bekomme und diese Stadt Probleme hat, an Nahrung anzukommen. Das bedeutet, ich setze einen Produktionsfokus, genau. Und ich kann jetzt eine neue Forschung wählen. Und als Forschung werde ich wählen Fallen stellen. Denn durch Fallen stellen, der Kornspeicher bringt nämlich auch für Wild ein extra Nahrung. Hier ist das Wild. Und die will ich dann natürlich auch mitnehmen. Also Fallen stellen. Genau. Eine Einheit benötigt Befehle. Die Einheit soll reparieren. Meine Krieger. So sieht das aus. Jetzt habe ich das Segeln entdeckt und mache damit gar nichts. Das ist wahrscheinlich. Oh, was ist denn hier los? Aber na gut, wenn ich den Leuchtturm direkt baue, plus eine Bewegung für Wassereinheiten wird mir in dem gesamten Spiel auch noch sehr stark helfen. Also ich denke, es ist keine Verschwendung, das zu machen. Ja. Also Einheiten werden schwächer, wenn sie beschädigt sind. Und man sieht, dass ihre Stärke nur noch 5,4 beträgt, obwohl es auch Krieger sind. Und entsprechend kann ich die jetzt hier einfach wegwischen. Außerdem standen die im Grasland, was jetzt auch nicht so toll ist. Ah ja. Hier kann man rüber segeln. Hier sieht man so einen dunklen Fleck, wo man nicht segeln kann. Und ich überlege mir noch, ob ich da dann vielleicht hinsegle. Das bedeutet, ich werde mir, wenn möglich, schnellstmöglichst ein Boot besorgen, um das zu erkunden. So ist das. Nächste Runde. Also, das waren meine Arbeiter. Und mit denen will ich hier lang. Und mit denen muss ich meine Arbeiter schützen. Und wir haben gleich hier die Kultur voll. Ich mache momentan mit meiner Stadt eine Kultur pro Runde. Wir sind in Runde 25, macht 25 Punkte.
Und jetzt kann ich in der Politik einführen. So, ich habe gesagt, Ehre, Frömmigkeit schließe ich aus. Warum schließe ich Ehre aus, weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall möchte ich über Tradition einmal ganz kurz ein paar Worte sagen. Produktion beim Bau von Wundern plus eine Zufriedenheit pro 10 Bürger in der Stadt. Okay, 10 Bürger in der Stadt, das erreiche ich auf jeden Fall bis zur Renaissance nicht. Dieses Feld ist überhaupt nicht gut für irgendein Land, was mehr als 4 Städte hat. Das hier bringt kostenlose Kulturgebäude in die ersten 4 Städte. Das sind, man muss sich das halt vorstellen, durch die Kultur kann man diese einzelnen Felder kaufen. Zu Anfang brauche ich 25 Kultur. Für das nächste werde ich irgendwie so 60 Kultur oder so brauchen. Danach brauche ich 120 Kultur. Danach brauche ich 250 Kultur. Es wird immer, 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 immer schwerer, an weitere Punkte ranzukommen. Die ersten Punkte sind quasi geschenkt. Und wenn ich dann mir so einen Quatsch davon kaufe, ja, dann ist das so, dass mir im späteren Spielverlauf ein Punkt fehlt. Und deswegen glaube ich, ist es auch nicht so unbedingt sinnvoll, einen Punkt hier reinzustecken. Ich kriege zusätzliche Nahrung, ja, das ist ganz schön. Meine Einheiten kosten nichts, wenn sie in der Stadt rumstehen. Das ist auch ganz schön. Die ersten 4 Kulturgebäude, wie gesagt, totaler Quatsch. Also nicht totaler Quatsch, aber schon ziemlich Quatsch. Dann Wachstum nur in der Hauptstadt und bringt mir auch bei einem größeren Reich gar nichts. Ein Gold für jeweils 2 Bürger in der Hauptstadt. Also nachher hat man irgendwie 70 pro Runde Einkommen oder auch mal 30 Runden pro Runde Verlust. Das läppert sich zwar schon irgendwie über die 400 Runden, aber nee, 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 das würde ich nicht machen. Vielleicht ist das in einem extrem langsamen Spiel gut, aber nee, nee. Deswegen der Traditionstree wird komplett ignoriert, dieses Spiel. Eignet sich am besten für Zivilisationen, die schnelles Wachstum anstreben. Das bin ich. Und hier gibt es einen Extrasiedler und beschleunigte Produktion von Siedlern in der Hauptstadt. Gut. 25% schnellere Modernisierung und einen zusätzlichen Arbeiter umsonst. Gut. Plus 1 Produktion in jeder Stadt, plus 5% Produktion in Städten beim Errichten von Gebäuden. Super. Jede Stadt erhöht die Kulturkosten der Politiken um 33% weniger als üblich. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel Prozent da normalerweise draufkommen. Wenn ich das richtig beobachtet habe, kommen pro Stadt 10% zusätzliche Kultur, die man für Kulturentwicklung ausgeben muss, hinzu. Vielleicht verhält sich das auch noch ein bisschen exponentieller. Auf jeden Fall ist das gar nicht so schlecht. Ich glaube, dieser Punkt hier in die Repräsentation ist genauso gut wie der gesamte Frömmigkeit-Tree zusammen. Dann Meritokratie plus 1 Zufriedenheit in eurer Städte, die mit der Hauptstadt verbunden sind, auch.